das darf doch nicht wahr sein, dass wir da nicht 2.000 bis 3.000 Betten mehr haben, über ganz Österreich darüber, sprich pro Bundesland 200, und wir werden aller Sorgen ledig. Jetzt kommen wir darauf, wir haben nicht nur zu wenig Intensivbetten für Corona-Fälle, wir haben vor allem zu wenig Spitalsbetten, ganz normale Spitalsbetten für Kinder. Nein. Ja. Wirklich? Genau. Eine Überraschung. Ja. Naja, das hast du nicht erwähnt. Ich habe seit 2000. Hallo. Ich rede seit März 2000. Du hast dich immer dafür ausgesprochen, dass die Spitäler dringend eine Geldbudget- und Investitionsoffensive brauchen. Was sagst du denn jetzt zu diesem Punkt, dass die Politik plötzlich draufkommt, dass A, die Kinderspitäler überfüllt sind und B, dass wir nach Corona jetzt offenbar besonders heftig hergebeutelt werden, nämlich mit gleich drei Infektionen auf einmal, nämlich Influenza, RS-Virus und Coronavirus. Ich komme aus einem Bundesland, wo sich die Politik rühmt, Landesspitäler, Landeskrankenanstalten geschlossen zu haben und wir in einem der drei Universitätsstandorte Graz keinerlei Anästhesisten mehr haben, um Operationen in einer vernünftigen Zeit stattfinden zu lassen, sondern, ich habe es eher mal erzählt, der 72-Jährige 24 Stunden warten muss, bis man den Oberschenkel, den gebrochenen, wieder zusammenkleidet. Ich sitze in Wien in einem Studio, wo der Wiener Spitalsverbund 6 Spitalstandorte geschlossen hat und bereits bei dem letzten Influenza-Jahr vor 12 Jahren Alarm geschrien hat, dass uns in Wahrheit die Bettenanzahl, das Personal ausgeht und die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Und seit 3 Jahren, nicht seit einem Jahr, Wolfgang, seit 3 Jahren sage ich, Corona ist kein Problem des Virus an sich, sondern eines ausgehungerten Spitalsystems, das mit dem Rechnungshof an die Effizienz geleitet wurde. Aber ein Gesundheitssystem kann nie effizient sein, weil ein Feuerlöscher ist auch nicht effizient. Du musst ihn jedes Jahr önormen, aber es brennt erst nach 30 Jahren, vielleicht, wenn du Pech hast. Also ist er ineffizient. Und allein der volkswirtschaftliche Schaden der letzten 3 Jahre und der volkswirtschaftliche Schaden, den wir jetzt erleben, weil Leute einfach länger dann krank sind, nicht ordentlich versorgt werden, ist um einiges höher, als wenn wir 2, 3, 4 Milliarden Euro in die Hand nehmen, Spitalstandorte hochfahren, die Pflegeausbildung in dem Land besser regeln, die Pflegekräfte besser entlohnen und schauen, dass Ärzte in Österreich schneller ausgebildet werden. Das wäre gescheiter gewesen, auch die letzten 3 Jahre. Super.